So, hallo und herzlich willkommen in der Solid-Gluten-Bauwerkstatt. Es hat sich eine Kleinigkeit verändert. Dem aufmerksamen Beobachter wird es nicht entgangen sein. Was fehlt hier in der Werkstatt? Richtig, die 15 Grad Messanlage bedeutet aber nicht, dass ich ab sofort keine Routen mehr vermesse nach der 15 Grad Power-Methode, sondern das Projekt, was ich heute hier starte, die Route ist zu lang einfach, um sie hier in der Anlage zu vermessen. Ich habe die Messanlage deswegen in einem anderen Raum aufgebaut. Da kann ich allerdings jetzt keine Aufnahmen dazu machen, weil da schaut es total chaotisch aus. Da ist das ganze Material, das ich in dem Solitip Gewinnspiel noch verlosen werde, beziehungsweise eben rausgebe. Und das möchte ich also niemandem antun, wie es da aussieht. Der Raum wird freigemacht für ein neues Projekt. Dazu hört er dann natürlich auch zu gegebener Zeit mehr. Ich gehe jetzt im Augenblick nämlich in die Lehre, aber mehr zu dem Thema, wenn es soweit ist. So, die Route, es handelt sich dabei um eine Lachsroute, wie schon gesagt. Das Spezielle dabei, es ist eine 16 Fuß, ursprünglich jetzt mal eine 17 Fuß werden sollen. Jetzt bauen wir eine 16 Fuß in der Schnurklasse 12. Und aus Ausgangsmaterial dienen zwei Blanks, und zwar der Black Spirit 14 Fuß und der Black Spirit 15 Fuß. Vom 15 Fuß nehme ich das Anteil und vom 14 Fuß nehme ich die oberen, den gesamten Blank, verlängere ihn also mit dem 15 Fuß Handteil. Das muss ich natürlich anpassen. Wie das genau dann aussieht, zeige ich sofort. Im ersten Schritt werden allerdings die Manschetten angebracht, damit der Blank auch wirklich den Druck aushält, den eine 12er Route auch auszuhalten hat bei starken Beanspruchungen. Und dann wird natürlich das zusätzliche Handteil vom Konus her angepasst, dass es auch in den Blank wirklich reinpasst und gut sitzt. Wird noch verstärkt logischerweise, weil unten der meiste Druck drauf ist. Und wie das Ganze vor sich geht, das zeige ich jetzt dann Schritt für Schritt. Viel Spaß! So, die Route ist nun vermessen und ich habe auch den ersten Schritt schon gemacht und habe das unterste Teil von der 14 Fuß abgeschnitten. Und jetzt hört mal, wie das schön zusammenpasst auf die 15, auf das 15 Fuß Handteil. Oh, hört er den Ton? Nochmal. Passt, also passt genau. Okay, jetzt kommen im nächsten Schritt natürlich die Manschetten dran, also die Soli-Cuffs an allen Enden. Und ja, dann geht's weiter. Wie ich im letzten Teil des Videos gesagt habe, die Manschetten sind nun angebracht. Das heißt, die Steckverbindungen und die Überschübe sind jetzt gesichert. Und jetzt stellt sich aber die Frage, Soli-Tipp oder nicht Soli-Tipp? Denn wir liegen jetzt im Augenblick mit der Route, so wie es jetzt ist, in der Schnurklasse 11 ganz knapp auf die 12er rauf. Und ich habe jetzt eine Vermessung nochmals durchgeführt. Und zwar, indem ich durch eine Soli-Tipp aus der 11er jetzt eine 12er gemacht habe, beziehungsweise eben machen könnte. Und es würde so aussehen, dass die Spitze selbst um ca. 10 cm kürzer wird wie das Original. Wenn man hier das Gewicht nämlich dranhängt, dann kommen wir auf eine 11er, knapp vor der 12. Und durch das Einkürzen würden wir dann auf die 13 hochrutschen, aber eine ganz langsame Aktion natürlich haben. Und durch eine feinere Soli-Tipp, die hier anstelle diesen relativ steifen Teils angespleist ist, und zwar genau an der Stelle jetzt, dann kommt eine hohe 12er raus mit einem relativ hohen Powerfaktor von Aktion schnell, also fast, mit 4,79. Da sind wir an und für sich da, wo wir hin wollten, schnelle 12er, Zweihand. Da müssten wir jetzt dann uns entscheiden, soll ich sie hier abschneiden und jede Soli-Tipp reinspleisen oder bleiben wir bei der Originallänge und sind dann eben einen Ticken unter der 12 drunter. Okay, das muss ich jetzt abwarten und dann geht es an und für sich schon wieder weiter.